Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygenate Included im Space Out DLC. Es geht wieder weiter. So Leute, die fliegen da, diese Leuchtkäfer sind wieder nicht mehr da, also sie sind gestorben. Ich weiß auch warum. Also ich habe es jetzt dann gesehen, wo ich da dann noch kurz nachlaufen habe lassen, das Spiel. Die sind mir da in den Strahl reingeflogen und sind dann erschossen worden. Ja, deswegen sind die eben immer da. Das habe ich mal genau aufgepasst. Ich habe gedacht, ich baue hier vielleicht einmal noch hier so eine Trennung ein, dass die zum Beispiel da nicht hinfliegen können. Ja, aber die haben es dann trotzdem wieder mal geschafft und ja, ist jetzt leider so. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Der schießt bald wieder. Der hat nur 4 Teilchen, okay. Und die habe ich noch gar nicht angeschaltet. Der hat 0. Na gut. Ich muss jetzt eh mal gucken. Die Last wäre bei 2040 Watt hier. So, neue Forschungs... Quatsch, nicht Forschung. Neue Druckerzeugnisse sind da. Was bieten sie uns denn an? Naja, Bauerntöbel ist eigentlich ganz schlecht in der Hinsicht, finde ich. Bodenloser Magen. Ne, das mag ich eigentlich auch nicht. So, ein Nyktophob. Das ist benötigt zum Schlafen. Ja, da habe ich auch schon einen. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich so einen mal aufgenommen habe. Da haben wir da einen mit 2 Grabenfähigkeit her. Pilotieren und Stärke. Ja, oder Wasser. Eigentlich möchte ich davon gar nichts aufnehmen. Ich nehme einfach mal Wasser hier. So, das ist nicht so schlimm. Ah, die Pips sind ausgeklopft. Okay, schön. Ja gut, aber im Moment habe ich noch gar nicht, dass er wirklich mich darum gekümmert, dass ich da jetzt mal Felder anpflanze. Anbieten wird sich das tatsächlich zum Beispiel hier. Da hätten wir ziemlich viel... Ja, da müssten es wieder wirklich so machen, dass wir aus Algen uns wieder Boden machen. Was ich irgendwie bevorzugen würde. Ja, weil zum Beispiel hier ist ein Vulkan. Den Vulkan könnte man nutzen, um natürlich auch wieder mit der Dampfmaschine Energie zu erzeugen. Und dann wäre hier halt schon ein ganzer Raum hier. Naja, gut, es ist wahrscheinlich ein kleiner Vulkan hier drunter. Der erzeugt jetzt so viel Hitze. Gut, und ich müsste es da eventuell jetzt erstmal anders bauen. Ja, es ist eh schon wieder. Wir haben jetzt hier in der Tanklage schon drüber gebaut. Ah, gut, das müssen wir mal gucken. Das müssen wir echt mal gucken hier, wie wir es machen oder auch nicht. Ne? So. Sag mal, tut dir jetzt mal irgendwann einer hier ein Metalldings legen? Das wollte ich nicht. Warte mal, wir gucken mal so ein bisschen. Glanzträger 9%. Und der hier 9%. Da mal gucken. Ah, 40%. Jetzt weiß ich nicht, welcher ist denn jetzt hier. Welchen hatte ich noch nicht? Ich glaube, der hier 41%. Und der hier 9%. Der ist wohl erst ziemlich neu hier. Deswegen wird er noch nicht hier. So, da haben wir 13. Ja gut, es dauert noch ein bisschen, bis das soweit wird. Aber normalerweise, so lange wie die hier eben Mehlholz fressen, sollte das uns gelingen, dass wir irgendwann einen Glanzträger haben. Weil ich möchte irgendwann Plastik haben. Ja gut, das könnte ich auch einfacher haben, indem ich natürlich wieder eine Polymerpresse baue und Öl hier besorge. Und naja, gut, das kennt ihr ja schon von der ersten Runde sozusagen. Gut, da wollten wir die Metallraffinerie, die müssen wir noch verstromisieren. Jetzt möchte ich aber erstmal hier, wenn wir von Strom sprechen, ich habe das schon vorbereitet hier, dass hier die Solarzellen verbunden sind und wir da schon mal 3 Stromkreise haben. Ah, okay, ich habe schon gedacht, da wäre was kaputt. Aber nee, wenn die keinen Verbraucher so wirklich hat und dann, wenn du neu lädst, dann wird es so gehandhabt.
Gut, was natürlich jetzt ein bisschen schlecht ist, dass ich das so weit oben gebaut habe. Da müsste ich jetzt halt dann je nachdem hier so ein bisschen so eine Kabelstrecke bauen. Beziehungsweise. Nee, müssten halt jetzt hier ein paar Kabelstränge runterziehen, dann. Lass mal schauen, dass wir das ein bisschen verteilen, ja. Ich meine, hier zum Beispiel, da muss die ganze Zeit jemand treten, damit hier geforscht werden kann, wobei jetzt im Moment ja nicht geforscht wird. Und ja gut, dafür, ne? Da wird man mal zwei, drei Leitungen nach unten legen. Da oben haben wir bis jetzt eh eigentlich bloß diese Teilchensammler da dran. Gut, dann wird man mal hierher gehen. Fangen wir mal auf der Seite an hier. Wobei wollen wir nicht ein, zwei darüber gehen, noch, dass wir da einfach noch ein vierter. Naja. Wir werden nämlich wahrscheinlich noch mehr Stromnetze brauchen. Also das ist schon mal Fakt hier. Na, ich glaube, wir machen hier tatsächlich noch einen Strang weiter rüber. Na, da kommen wir. Jawohl, das ist nämlich schon mal hier für die Dampfmaschine. Oder andere Dampfmaschine. Ja, gut, da wird man dann wieder einen Starkstromkabel wahrscheinlich verlegen. Aber für den Kühlapparat brauchen wir auf jeden Fall einen. Und dann natürlich für die Schmelze. Die hat halt 1200 Watt. Das ist schon enorm. Aber die möchte ich jetzt nicht an den Strang dann mit dranhängen, wo der Kühlapparillo dann hier ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der rechts oder links einen Anschluss hat hier. Aha, das war so. Und dann machen wir gleich den nächsten Strompfad. Ja, da würde ich jetzt halt gleich mal auf die Raffinerie halt drauf gehen. Hoppala. Ohne hier jetzt großartig eine Kupferstelle zu bauen. So, da könnten wir noch die Schutzanzugschmiede da mit drauf nehmen. Dann hätten wir 16,80. 16,88 mit den 8 Watt da. Gut, sagen wir mal 17. Sind wir bei 17 und letztes Mal haben wir hier, was heißt es, 10 Watt, glaube ich. 10 Watt. Na, da könnte man den Steinbrecher noch mit drauf nehmen, wobei ich den Steinbrecher vielleicht umbauen wollte. Dass wir den von hier nach oben verlegen. Das könnte man machen. Ja, wobei die Brennöfen auch noch hier mit rein müssten. Aber das kann man ja alles noch ändern. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich würde den aber ganz gern hier hinsetzen. Und das verbinden wir auch gleich. Den hier zerlegen wir. Da haben wir nur Eierschalen, sind Kalk eingestellt, jawohl. Den zerlegen wir hiermit und das Kabel, was wir jetzt hier noch haben, das erneuern wir zum Teil. Den können wir auch noch mit hier drauf nehmen. Und das hier schnippeln wir erstmal weg. Gut, der läuft nicht oft, also die Schutzanzugschmiede, die läuft ja nicht ständig. Da kann man noch irgendwas mit annehmen, wenn es ist. Gut, der Schüttelapparat kann hier drauf bleiben, das ist nicht so schlimm. So, das machen wir dann so. Ja gut, das machen wir trotzdem hier noch mit Laufrad hier. Den Rest machen wir weg hier. Und das hier, was ist denn da eigentlich geregelt? Ach, das ist noch hier ein Lufterfrischer, aber den brauchen wir wahrscheinlich hinten jetzt auch nicht mehr. Das hat sich jetzt hier erledigt, das Thema. Da ist der verschmitzte Sauerstoff ist weg. Ich kümmere das nämlich dann auch jetzt zerlegen. Ja, ich mache heute so ein bisschen auch wieder Sachen, die nicht mehr benötigt werden oder woanders gehören. Die mache ich jetzt einfach mal hier. Oder warte mal, das müsste man eigentlich anschließen.
Okay. Da waren sie doch zu schnell, wie ich da wollte. Das schließen wir mal da noch mit an. Überlegen wir nur gerade, ob wir nicht vielleicht das Stromnetz erneuern sollten. Hier dann auch mal gegen bessere, schönere Kabel hier. Das haben wir ja zum Teil auch schon gemacht. Und hier wird man auch das Laufrad hier außer Betrieb setzen. Ich meine, gut, die Laufräder sind als Trainingsgerät, sind die gar nicht schlecht. Na, ich bin jetzt nur mal überlegen, wir haben hier den Wasserkühler. Da hätten wir jetzt noch 800 Watt frei. Können wir da noch mit drauflegen? Na, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, aber. Wir könnten auch. Warte mal, die Deckenlampe hier, die brauchen wir doch jetzt hier eigentlich auch nicht mehr, ne? Die können wir eigentlich so weit hier zerlegen. So, warum hat es noch? Achso, weil die Leitungen noch gebaut werden. Okay. Und dann hätten wir noch eine dritte Leitung, die wir nach unten legen werden hier. Ja, da müsste es eigentlich irgendwie so ist auch sowas wie so ein Breitbandkabel geben. Das wäre auch geil irgendwie. Aber gibt es hier im Spiel jetzt nicht hier. Also es gibt nur ein Signalbreitbandkabel. Sondern man könnte jetzt immer dann noch eine vierte Leitung legen. Ja, da geht sehr viel an Material drauf. Das weiß ich auch. Ja gut, die Küche könnte man natürlich jetzt auch da gleich mit verkabeln. Das würde sich hier mit anbieten, ne? Würde sich tatsächlich anbieten. Oder warte mal, was haben wir hier oben noch frei? Ah, gut, da haben wir nur noch so 70 Watt frei. Das würde maximal für den Herd reichen, aber sonst. Für den Kühlschrank schließen wir nicht an hier. Gut, die Apparellos, die laufen ja nicht ständig. Da könnte man sich tatsächlich überlegen, dass man das mal noch hier mit übernimmt. Aber gut, da haben wir noch 120 Watt, was auch nicht ständig läuft. Naja, gut, nehmen wir werden erstmal hier unten und dann bräuchte ich hier noch einen Pfad, ne? Da haben wir ja auch noch was. Da haben wir, das läuft noch auf den Kohlegenerator, aber die Kohle wird auch knapp. Ja, wir hängen erstmal das ganze Ding hier da drauf. Und für die Küche kann ich mir immer noch was überlegen. Also, ob wir das, wie wir das machen oder ob wir es anders machen, je nachdem. Oder wenn wir da unten vielleicht doch den Vulkan irgendwie aktivieren dazu, ne? Dann weiß gar nicht, was man hier für ein potenzieller Energieverbrauch. Da hätten wir eh noch Kapazität offen. Ja gut, der Eierausbrüter, der kommt irgendwann weg, das habe ich ja schon mal gesagt. Könnten wir da noch mit was draufnehmen, was hier unten zum Beispiel jetzt auf dem Kohlegenerator läuft? Aber könnte eigentlich das, was jetzt hier so hängt. Ja, das könnte man eigentlich komplett hier vereinen. Ja, das mache ich ja auch, glaube ich, mal so. Das verbinden wir. So, dann wird es später aufgeteilt hier oder abgeschnitten hier das Ganze. Den Kohlegenerator möchte ich dann so langsam leer laufen lassen hier. Aha, okay, ja gut, ich möchte jetzt keine Kohle mehr reinbringen. Dann sparen wir die nämlich. Dann kann der Diva noch hat, soll er verbrennen, meinetwegen, aber es soll hier noch gebaut werden. Da muss hier natürlich noch eine neue Batterie mit Transformator her. So.
Und natürlich auch hier wieder Automation. Einstellung und dann passt die Sache. Jetzt müssen wir aber hier noch gucken, dass das noch gebaut wird. Einmal die Priorität hochsetzen hier, sonst bringt nämlich die ganze Leitung hier nichts erstmal. So, das hier ist fertig. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das ist angeschlossen, die Gasleitung, aber... Ah, ich habe hier noch eine Brücke vergessen, okay. Die habe ich, okay, alles klar. Pest. Dann kann die auch betankt werden. Ja, da müssen wir da mal das Innenleben ausbauen, natürlich, ist klar. Das Doofe ist, ich habe jetzt noch kein Oxylit, ne? Wir haben aber schon Puffprinzen. Die erzeugen uns ja hier Bleistein, genau. Da wurde auch schon Bleistein abgeholt. Das Gas hier halt, wenn sie es jetzt so schnell abliefern hier, Gas der Bleistein halt schnell wieder aus, aber es ist nicht schlimm, sage ich jetzt mal so. Gut, was auch nicht schlecht wäre, wenn man hier natürlich Sauerstoff noch drin hätten. Dass wir auch Oxylit herstellen könnten mit den Tierchen hier, weil dann brauchen wir kein Gold. Lass mich mal überlegen. Ich habe hier auch noch ein Buddy-Bud hier hingehängt, weil... Und hier unten, weil wegen den Keimen zum Beispiel. Hier haben wir jetzt Blumenduftkeime, die setzen sich zum Beispiel gegen die Schleimkeime durch hier. Da haben wir jetzt hier Blumenduft. Das war ja vorher auch ein bisschen verkeimt mit Schleimlungekeime. Ja, hier haben wir auch noch hier ganz viele Schleimlungekeime. Also es hält sich in Grenzen, aber... Ja, hier unten haben wir so 2000. Das ist jetzt nicht viel, aber wenn wir da jetzt eine Buddy-Bud hinhängen würden, dann würden wahrscheinlich sich auch die Buddy-Bud-Keime sozusagen oder der Duft praktisch, der würde sich dann hier eben auch verteilen. Das wäre auch nicht schlecht. So, jetzt hier haben wir keinen Schleim mehr. Oder haben wir den jetzt schon leer gemacht hier? Ich habe doch hier noch was gesehen. Da war doch was drin, oder? Nee, Eis. Nichts. Ja, scheinbar haben wir doch keinen Schleim mehr. Ah, okay. Ja, dann... Was ist denn da? Ach, verschmutztes Eis. Okay. Ja, ja. Gut, Schleim können wir noch ein bisschen was freigraben. Das ist nicht das Problem. Da muss hier der Wasserkühler. Jetzt machen wir es mal so. Wir brauchen hier mal einen Tank. Weiß ich noch nicht genau... Den Tank würde ich halt dann hier noch herstellen. Ich möchte aber auch noch Deko reinmachen, so ein bisschen. Der wird aber dann wieder hier stehen. Das wäre blöd eigentlich. Und eigentlich müsste das Licht ja hier rüber, aber das reicht ja nicht rüber. Da kommt eventuell noch so ein automatischer Geber hin. Ja, das reicht halt bis dahin. Und oben drüber wäre es nicht gegangen. Und wir könnten höchstens noch so eine Standlampe darüber stellen, damit der da auch schneller arbeitet. 1000 Lux beleuchtet es ja, okay. Wobei, da mache ich jetzt doch eine Deckenlampe hin. Ja, ich glaube, ich mache eine Deckenleuchte hin. Und den Geber kann ich ja dann auch hochkant machen. Ja, machen wir es mal so in dem Fall. So, jetzt braucht es mal einen Stromanschluss. Ja, wir können das natürlich damit draufhängen. Ja, ich würde ernsthaft... Oder bauen wir hier schnelle Türen ein? Na, das macht eigentlich auch nichts. Hängen wir mal die Lampe. Wir bauen hier noch mal ein bisschen um. Und da
Dann machen wir das dann so rum. Und das machen wir weg. Dann zerlegen wir hier die Leitung. Ich weiß, dass das nicht gebaut werden könnte. Es wird gleich gebaut. Ihr werdet sehen. Wir gehen einfach mal her. Da haben wir noch Dregos. Ja, das ist ja nicht schlimm, wenn die da rumkriechen dann. Grab hier mal ein bisschen vorbei. Ne, wir lassen es. Wir lassen das hier wachsen, wie es ist und so weiter. Wir machen nur hier eine Leiter hin. Mach die Leiter mal nach oben. So, da haben wir noch Kohle, die kann auch ausgegraben werden. Das war jetzt taktisch ein wenig unklug. Ja, wir wollten ja hier Wasser rüberlaufen lassen. Ja gut, da können wir dann auch nochmal ein Stoppsiegel machen dann. Das ist nicht so dramatisch. Aber dennoch, wir das ein bisschen hier weggraben, das ganze Gedöns hier. Der Wasserstoff meinetwegen kann dann auch nach oben steigen. Es wächst den Bleistein hier, das ist ja lustig. Na, jetzt habe ich ja gedacht, ihr macht euch hier eine Falle. Aber die haben es dann doch nicht gemacht, sehr schön. Genau, den Bleistein könnt ihr alles entsorgen erstmal hier. Ich habe schon mal ein paar weitere Aufträge. Nee, mache ich nicht. So, was hat denn der Drucker schon wieder für uns? Wühlfruchtkonserven. Was haben wir sonst? Der Reizdarmler. Bauen beeinträchtigt. Ja, okay. Kreativität. Graben. 11. Ja gut, Technikfeind. Allergien ist auch blöd. Ich nehme es Essen. Essen kann man nicht genug haben, sage ich immer. So, jetzt muss ich ja nochmal gucken, dass die hier keinen Unfug treiben. So, das Ding hier. Na doch, das kann hier noch eine Weile wachsen. Jetzt weiß ich nicht, wie die graben, ob die von oben das hier graben. Ach, wisst ihr was? Die Pinscherpfeffer-Dinger hier, die verwende ich eh nicht so wirklich und die können wir eigentlich weg. Können wir ja nochmal neu, wenn wir es irgendwo brauchen, können wir ja mal anpflanzen, so ist es nicht. So. Was haben wir noch an Kohle? 7,4 Tonnen. Ach, da wurde jetzt doch nochmal nachgefüllt. Ach, Mann. Macht man hier 0. Dann sollte nämlich die eigentlich nicht mehr beliefert werden mit Kohle hier. Ich wollte die Kohle nämlich einfach nur aufbrauchen, dem Kersten, und dann war gut. Da hat er jetzt eigentlich geschossen. Wahrscheinlich. Aber das ist jetzt eh voll. Das ist jetzt eigentlich eh voll, aber es kann nichts passieren. Aber ja, ich meine halt nur. Die Solarenergie, da interessiert uns das nicht mehr. Das heißt, wir machen auch mal hier die weg hier. Ich habe schon die Batterie abgerissen. So, und das Kabel machen wir auch weg. Naja, das sollte man eigentlich die Batterie noch laden hier oben.
Ja, ich glaube, ich tue einen von diesen Strahlungssammlern eh noch abreißen. Wobei, wie stark wird das Netz belastet, wenn die Batterie geladen wird hier? Das weiß ich gerade gar nicht. Beziehungsweise, wir könnten aber gucken, weil der Raketenantrieb, der macht ja auch Strom, ne? Ob der es schafft, ja gut. Weiß nicht, wie viel Energie der macht hier. Das steht hier jetzt gar nicht. Steht es irgendwo? Wie viel Strom der macht? Oder macht der hier keinen Strom? Ich weiß es gerade nicht. Oder ich glaube, der CO2-Motor macht keinen Sinn. Da müsste man halt ein Kabel anschließen. Ja, machen wir es einfach mal. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Wie ist denn die Kühlleistung hier noch eigentlich? Na gut, das ist jetzt schon nicht mehr so eiskalt, das Wasser. 23 Grad ist eigentlich optimal. Ja, doch, mehr braucht es eigentlich gar nicht zu haben. Naja, bip, 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 bip. So, die Eierschalen machen wir da wieder zu Kalk. Für immer. Wenn wir hier da wären, sind sie aber nicht. Und die Lampen. Naja, gut, die Lampen müssten wir fast noch mit Duplikantensensoren steuern. Aber, naja, das ist noch so die Kür, ne? Aber wenn ich jetzt mal gucke, Duplikantensensor habe ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Doch, doch, da habe ich sie. Das Problem ist halt wieder hier, wenn ich einen setze, dann kann ich hier später keinen automatischen Geber mehr hinbauen, der dann praktisch beide Sachen hier beliefern kann. Wobei das eh schon ziemlich grenzwertig ist. Muss mal kurz was gucken. Transport. Wenn ich da den Räumer habe. Dann kann ich maximal da noch einen Behälter hinbauen. Ja, eigentlich gehört nämlich noch eine Schütte irgendwie hin, also so eine Förderschütte. Gut, er würde das hier vorne greifen können. Wenn ich da die Schütte hinbaue, wenn ich keinen Behälter mache. Aber zum Abtransport wäre es auch nicht schlecht, ne? Wenn wir das Material dann abtransportieren lassen. Können wir aber schon so machen, doch. Das würde gehen. So, jetzt brauchen wir noch Sanitär. Ne, Sanitär war es nicht. Das war hier drin. Wir brauchen einen Flüssigkeitstank. Den machen wir aus Goldamalgam. Den stellen wir mal hier hin. Oder bauen wir gleich zwei. Nee, einer reicht erstmal. Da sind wir eben im Kram gerade fertig geworden. Dann können wir doch hier noch ein bisschen weiter kramen. Mal hier ein bisschen graben. Und dann brauchen wir natürlich hier Sanitär. So, was ist hier wieder was? Das ist Eingangsrohr, das ist Ausgangsrohr. Das Ausgangsrohr machen wir an den Tank ran. Ja gut, das kommt dann später zum hier rein. Und da müssen wir jetzt hier mal gucken. Ja gut, normales Wasser möchte ich ungern hier verwenden. Als Kühlmedium. Aber wir haben sonst eigentlich nichts. Das ist das Problem.
Wir haben ja auch gar kein verschmutztes Wasser mehr momentan mehr, ne? Ja, apropos, da habe ich was umgestellt. Das mache ich jetzt mal da auch voll. Aber momentan gibt es ja eh nichts, solange wir keinen neuen Schleim haben oder so. Das wäre die einzigste Methode hier eben, wo man verschmutztes Wasser rankommen würden. Ja, ansonsten noch bei der Toilette, aber da müssen die lang hier aufs Klo gehen. Und Wasser ist halt einfach... Ja, das Problem an Wasser ist halt einfach die Temperatur. Da kannst du bis 100 Grad erhitzen und dann wird es dampfförmig. Aber fürs erste Stahl zum Beispiel können wir das ja mal machen, ne? Könnten wir schon noch mal machen, wenn wir einfach hergehen und schließen da einfach einmal das an. Warte mal, mit einer Brücke am besten. Was da oder da? Ich mach's ja mal hier hin. Und wenn wir was anderes haben, wird man das Kühlmittel eventuell austauschen. Ich brauche jetzt nur mal dann ein bisschen Stahl für den Kühlabarillo da. So, Eisen zu Stahl. Genau das. Kalk. Wir haben 2000 Kilo veredelten Kohlenstoff. Gut, Eisen haben wir nicht so viel. Na gut, dann machen wir mal 10 Stück oder so. Eisen zu Stahl. So, jawohl, der Kalk wurde gleich geliefert und dann kommt der Kohlenstoff hier noch her. Gut, und warum ich die eigentlich auch noch da oben hin haben möchte, die Öfen. Das ist eigentlich der Grund, dass das Material eigentlich hier in der Nähe ist, ne? Gut, das geht jetzt dann zwar nicht, dass ich das hier gleich beliefern kann. Aber das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn das ein Duplikant machen muss. Die Belieferung. Gut, das Keramik muss jetzt nicht unbedingt hier gebaut werden, aber... Ja. So, warte mal, wenn ich da aber einen automatischen Räumer hinbaue, dann kann ich da keine Statue hinbauen, oder? Das geht dann, glaube ich, nicht. Jetzt irgendwo mal nachprüfen, ob das so ist. Ne, normalerweise nicht, weil das ist ja eigentlich ein Gebäude, ne? Und das Gebäude verhindert eigentlich, dass man da... Aber trotzdem, es kommt erstmal hier Marmorstatue hin. Beziehungsweise, naja, gut, wir könnten es später mal da im Überfluss haben, natürlich auch nochmal ändern. Ja, hier auch nochmal das Deko ein bisschen schöner ist. Ja, so, ja, das ist jetzt erstmal in Ordnung. Jetzt ist, wieso? Ach so, ja, weil Solarstrom, ja. Das hat sein Problem. Nachts gibt es keinen Solarstrom, ja. So, okay. Das wird aber auch noch nicht hier. Oder ziehen die Batterie leer? Das weiß ich natürlich nicht. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Was ist denn bei denen schon wieder? So, die Batterie ist jetzt... Ja, die habe ich eingestellt. Keine Stromkabel verbunden, hä? Das ist doch ein Quatsch. Da ist doch Stromkabel dran. Was willst denn du von mir? Mich verarschen? So, da unten können wir jetzt... Ja, der hat fast... Der hat fast das aufgebraucht. Den können wir zerlegen hiermit.
Also wenn wir mal kurz gucken hier. Hat der lädt jetzt hier mit dem Hamsterrad hier, ja, okay. Na. So, das Hamsterrad zerlege ich jetzt hier mit. Und die Batterien hier, die zwei. Ja gut, die sind eigentlich dann bloß nur für die Stromtierchen dann da. Da hängt jetzt ein Kabel, ne? So. Und die Batterie. Naja. Die lassen wir jetzt einfach mal leer werden. Oder wird die durch irgendwas geladen? Das ist die Frage. Ne, normalerweise nur unseren Solarstrom, ne? Sagt ihr jetzt keine Stromkabel verbunden? Was soll denn der Quatsch? Ist das wieder ein neuer Bug hier oder was? Das ist doch bestimmt ein neuer Bug. Weil Stromkabel habe ich doch dran. So, jetzt haben wir eigentlich fast alles aufgebraucht. Jetzt kann man auch zerlegen hier die Batterie. So. Jawohl. Keine Stromkabel verbunden. Der aber auch. Das machen die, sagen es nicht. Und. Ja gut, das wird man sehen, wenn die Batterien wieder geladen werden müssen. Ob da ein Problem ist oder nicht. So, wie schaut denn das hier aus? Warten auf Material Eisen. Ja gut, dann... wie heiß ist denn das Wasser jetzt? Okay, 78 Grad. Ja, das ist halt das Problem. Ich werde das Wasser hier halt erstmal, ne, auffangen. Ich könnte jetzt natürlich mit der Schmelze hier Eisenerz zu Eisen machen. Mein Problem ist jetzt tatsächlich das Wasser hier. Dass das gekühlt gehört. Und ich das aber eigentlich passiv haben möchte. Und der Kühler hier... Der muss mir eigentlich sozusagen hier die Turbine dann kühlen. So, wie viel Stahl haben wir denn jetzt eigentlich? Das weiß ich nicht, ob das reicht. Sanitär ist es nicht, ne? Das ist Lüftung, oder? Ist es Klima? Klima ist es, Wasserkühler. Ah, wir brauchen hier 1200 für... Ja, wisst ihr was? Ich mache das mal ganz kurz. Normalerweise mache ich es nicht, aber ich möchte jetzt... Ja, das ist jetzt total der Fehler eigentlich, wo ich mir jetzt nicht bedacht habe, dass das Wasser dann doch schon so heiß wird hier, ne? Und da geht auch schon... Da ist halt auch schon ziemlich viel drin wieder hier. Oder wir können es... Ja, wir könnten den Behälter aber auch dann... Ja gut, dann wird das Wasser hier reingekippt. Da haben wir 26 Grad drin. Ja gut, es wäre jetzt nicht dramatisch, wenn das Wasser hier warm wird. Das wäre eigentlich überhaupt nicht dramatisch. Das kühlt sich auch wieder nach und nach ab. Ja, komm, wir machen es hier an der Schmelze, machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Eisenerz.
zu Eisen hier. Machen wir 10. Habe ich da überhaupt Wasser eingestellt, Flüssigkeit? Nee, habe ich nicht. Das Wasser kann ja einfach mal aufgeräumt werden. Genau. Autoabfüllung habe ich aus, jawohl. Weil sonst gibt es einen elendigen Kreislauf. Blaupause. Was haben wir da? Ja, irgendwie habe ich totales Pech mit den Duplikanten. Ach, eine Nuss. Ja, komm, ne, eine Nuss. Ja, wir könnten nämlich noch einen aufnehmen, auf jeden Fall. Und ja, aber wenn es halt nicht sein soll, dann machen wir es auch nicht. Also mal ganz kurz gucken. Ah, Waldo, du warst unser Grab- und Bauspezialist. Deswegen ist es auch so gefährlich, wenn wir dich verlieren. So, und du kannst Raketensteuerung, dann... Ja, Schutzanzug wäre nicht schlecht, wenn du das kannst. Deswegen wird man dich in die Richtung weiterentwickeln. Ruby ist unser Koch, okay. Mechatronik haben wir da gesagt, okay. Warum habe ich die eigentlich zu Mechatronikern dazu gebaut? Gemacht. Da müsst ihr eigentlich auch bauen. Das bauen 3. Ach so, ja, das können die eh. Oder gibt es das Bauen plus? Ja doch, das gibt es hier Bauen plus. Also hier 2 plus bauen und hier, nee, das ist nicht, okay. Hat ihr schon einen Bauenpunkt plus gehabt wahrscheinlich? Weil dann werde ich sie wahrscheinlich, ja wobei, aber sie müsste auch Schutzanzugtraining lernen. Hm, ich weiß echt nicht, warum ich das so gemacht habe. Warum habe ich das so gemacht? Das ist total bescheuert. Hm. Ja gut, ein bisschen bauen kann sie ja, aber halt lahmarschig. Das ist halt nicht so das Tolle, ne? Ne, wir müssen da auf Schutzanzugtraining gehen. Das hat alles sonst keinen Zopf hier. So. Und jetzt könnte man noch sagen, ja. Wobei wir jetzt hier natürlich auch aufräumen haben, hier tragen und so weiter. Ne? Also versorgungstechnisch hier könnte man uns überlegen, ob wir es in der Richtung hier aufräumen, dirigieren. Weil uns fehlt eigentlich auch noch jemand, der zum Beispiel Klempner kann und so weiter. Ne? Und wenn die einfach gerade nicht kocht, ja, machen wir es mal so. Okay, dann hat sie immer noch einen Punkt. Ja, jetzt wird es aber schon eng mit der Moral dann. Also ich gebe ihr nochmal, upsala, ich gebe ihr mal noch einen Punkt beim Bauen. Ah, das hat funktioniert, okay, obwohl es ein Rechtsklick war. Bei Nicola, schauen wir mal hier, Pflanzenpflege, okay. Ja, super duper schweres Graben bringt der im Prinzip ja nichts. Man müsste die Skills auch noch lernen, ja. Ich glaube, dass es nämlich so ist. Ach, hier habe ich auch schon Mechatronik. Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe Elektrotechnik. Hm. Aber da haben wir schon das Schutzanzugstraining voll. Ja, ich möchte eigentlich nicht so viel Moral ausgeben. Das ist nämlich so, das kann uns einen Bumerang geben hier. Ja, hier oben möchte ich eigentlich auf gar keinen Fall. Devon hat eh schon Probleme mit der Moral. Aber das ist je nachdem, wo die sich gerade befinden, ne? So, okay. Na gut, da hat das Wasser jetzt 54 Grad. Und es kommt ja an hier mit 22, okay? Dann tut sich das ja sozusagen wieder ein bisschen abkühlen hier, weil jetzt ein bisschen kühleres Wasser zukommt. Allerdings jetzt das nochmal zurückleiten und dann zum Beispiel Stahl herstellen lassen. Das ist eine tödliche Kombination, würde ich mal sagen. Na schau, die Keime gehen auch ganz schnell kaputt hier drin im Wasser. Gut, alles klar. Wie viel Stahl haben wir jetzt? 600, oder? Ich habe das jetzt hier auch nicht drin, oder? Doch, habe ich 800.
800 Stahl. Ja, da müssen wir noch ein wenig warten und dann können wir eine Wasserkühler hier bauen. So. Ja, auch hier können wir noch so ein bisschen graben. Da müssen wir das Bleisteinzeugs hier wegtun hier noch. So, und eigentlich, was spreche ich dagegen, wenn wir... Ah, die haben... Oh. Die haben das komplette Chlor hier aufgesaugt. Hm. Das ist natürlich eigentlich nicht so toll. Weil, wenn ich hier wieder Schleim mit Schleimlungenkeimer reinpacke und so, dann wird das nicht entkeimt. Ja, das ist... Haben wir nicht irgendwo einen Chlorgas-Geist hier? Ja, das ist halt jetzt hier so eine Sache, ne? Jetzt gibt es hier noch Wasserstoff. Ja, komm, wir lassen mal hier das andere Chlor hier noch raus, was hier drin ist. Dann können sie das mal noch verwurschteln. Und da hätten wir auch noch Chlor hier. Da haben wir immer noch ein bisschen Chlor hier. So, wie schaut's aus? Ja, Stahl immer noch nicht mehr. Na. Ja, dann machen wir für heute erstmal Schluss, würde ich sagen. Warte mal, hier hat sich das Chlor angesammelt. Das ist ja lustig. Da ist auch ein bisschen Chlorgas. Gut, das könnte ich hier natürlich abpumpen und könnte es da oben liefern lassen. Da. Und ansonsten... Ja, ich sag dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr geht's natürlich beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Ich sag tschüss, bis dann, euer Lego.